Kakao wächst rund um die Erde entlang des Äquators. Man nennt das den Kakaogürtel. Der Großteil des Kakaos wird allerdings in Westafrika angebaut. Die Region, in der Kakao angebaut wird in Westafrika, ist eine wirtschaftlich schwache Region. Und die Kakaobauern sind sehr kleine Bauern. Wir müssen uns vorstellen, dass die eine, 2 oder 3 Hektar haben und deshalb schon mal wenig Kakao ernten. On calcule avec une superficie moyenne d'environ 1 Hektar et un rendement d'environ 300 kilos à l'hectare, ça leur fait un chiffre d'affaires annuel d'environ 600 euros. Donc, je veux bien que le Togo ce soit moins cher qu'ici en Europe, mais 600 euros même au Togo, c'est difficile. Sie sind dann zusätzlich auch weit weg und sehr schlecht organisiert und das führt auch dazu, dass sie für ihren Kakao auch noch einmal tiefere Preise kriegen, weil auch viele Einsammler und so weiter dazwischen sind. Tu quittes la grande route, tu prends une petite route, souvent non goudronnée. Après, tu dois encore prendre souvent une moto. Qui t'emmène dans les petits chemins, après encore marcher pour arriver au village. Et là seulement, tu es au village. Après, il y a encore chaque producteur qui a sa maison et sa parcelle, qui est encore très éloigné. L'accès à l'eau est un problème, l'accès à l'éducation est un problème. Viele Kinder gehen auf die Plantage statt in die Schule. Das hat zur Folge, dass es zu missbräuchlicher Kinderarbeit kommt. In ganz schlimmen Fällen kommt es sogar zu Kinderhandel, zu Kindersklaverei. Es sind etwa geschätzte 2 Millionen Kinder, die von missbräuchlicher Kinderarbeit betroffen sind in Westafrika. Das möchte eigentlich niemand, aber das ist wie der letzte Hebel, den die Familien noch einsetzen können, weil sie keinen Einfluss haben auf die ganze Preisbildung des Kakaos. Das führt unter anderem auch dazu, dass es eine große Mangelernährung gibt in diesen Regionen. Hinzu kommt das große Problem der Abholzung. Viele Wälder in Ghana und in der Elfenbeinküste sind bereits verschwunden, viele Primärwälder. Und mit der Intensivierung des Kakaoanbaus kommt es zu vermehrter Abholzung. Das sind Millionen von kleinen Bauern und auf der anderen Seite stehen ganz wenige große Abnehmer, die den Markt dominieren. Diese Firmen sind sehr groß. Sie bilden ein Oligopol, also 5, 6, 7 Firmen, die den ganzen Markt kontrollieren. Und nach den Händlern kommen die Schokoladefirmen. Das sind auch 5, 6, 7, die den Markt kontrollieren. Das sind Mars, das ist Nestlé, das ist Mondelez, das ist Ferrero, das ist Hershey, das ist Lindt. Wir müssen klar sehen, dass die Fairtrade-Bauern fast ebenso arm sind wie andere Bauern. Das hat damit zu tun, dass die Standards, die Mindestpreise, die Prämien für diese ganz kleinen Bauern einfach zu wenig sind. Also ein Bauer müsste vielleicht 3 bis 4-mal so groß sein, damit das dann ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht. Es
geht einfach generell nicht so weiter. Wir müssen am Preis etwas machen, weil es ist eine Realität, dass diese Bauern so klein sind. Das sind nicht nur jetzt die Bauern von Gebana. Und schließlich versuchen wir über diese Agroforstsysteme und die Beratung im Anbau eben die Erträge pro Hektar zu erhöhen, gemeinsam mit den Bauernfamilien, und alternative Anbauprodukte auch zu fördern, damit eben nicht der Kakao nur das einzige Einkommen bleibt.